Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Der Adventskalender ist vorbei, Weihnachten ist vorbei, wir sind voller Action, der Weihnachtsbaum steht noch hier. Und in diesem Video lassen wir jetzt mal echt die Hosen runter. Wir sprechen darüber, wie man online wirklich mal richtig, und ich meine richtig, Geld verdient. Hast du Bock drauf? Klar hast du Bock drauf, also let's go. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist, Nummer 1 Regelung Online-Marketing. Also, online richtig Geld verdienen, wie funktioniert das überhaupt? Das sind drei Dinge. Das erste ist, und das schulen wir ja wirklich an vielen, vielen Dingen, du brauchst mal deinen Frontend-Funnel, okay? Ein Frontend-Funnel. Frontend ist das, was du vorne verkaufst. Ein Besucher kommt auf deine Webseite und trägt sich ein, zum Beispiel für dein Lead Magnet. Das Ganze ist ein Opt-in, okay? Du sammelst E-Mail-Adressen ein. Dann im nächsten Schritt versuchst du den Katalyse-Sale zu erzeugen. Katalyse ist herabsetzende Aktivierungsenergie, sozusagen, wenn du eine Treppe hast, die Stufen möglichst niedrig machen, damit möglichst viele Leute da drüber gehen. Und das versuchen wir mit einem sogenannten Tripwire, bedeutet Stolperdraht oder eben Kennenlernprodukt. Preisrange 1 bis 20 Euro. Und danach versuchen wir, dass möglichst viele Leute deine Hauptprodukte kaufen. Hauptprodukte sind irgendwie so, keine Ahnung was, 50, 60, 100 Euro, 200 Euro, 400 Euro, so in dem Bereich digital, okay? Und danach versuchen wir dann weitere Produkte zu verkaufen, Profit Maximizer, mit dem man dann richtig Geld verdient. Das ist sozusagen erst einmal der Frontend-Funnel, wo wir versuchen, möglichst viele Leute natürlich von Stufe zu Stufe zu bringen. Und was viele probieren und was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Leute die Erwartungshaltung haben, dass sie hier mit dem Tripwire Sale schon irgendwie ihre Werbekosten oben drin haben und damit sozusagen Break-Even sind. Break-Even, also sozusagen, ne, 100 Euro ausgegeben, hiermit wollen sie 100 Euro verdienen, dann sind sie erst glücklich. Und das ist ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss. Viele Leute gehen viel zu schnell auf. Weißt du, die haben dann mal irgendwie 2000 Euro bei Facebook ausgegeben, haben nur gemacht 800 Euro Umsatz und sagen, ja, klappt halt nicht, die Nische funktioniert nicht, ich lasse das jetzt. Und das ist natürlich wahnsinnig schade, weil es nicht nötig ist, weil es am Ende, der Weg zum Erfolg, richtig Geld zu verdienen, ist ein Bestandteil aus drei Dingen. Und die testen nur eins. Nur diesen Frontend-Funnel und denken, klappt nicht, bin nicht profitabel. Und dann geben sie auf. Das muss nicht sein. Was ist meine Empfehlung? Meine Empfehlung ist, dass du mit deinem Tripwire zwischen, sagen wir mal, 30 bis 80% deiner Werbekosten wieder drin hast. Wenn du höher bist, alles toll, ne? Aber wenn du es irgendwie schaffst, hier so, sagen wir mal, ich schreibe das dahin, ne? Vielleicht wird es durcheinander, aber du hörst ja zu, was ich sage. Wenn du hier mit 30 bis 80% deiner Werbekosten amortisierst und wenn du es dann schaffst, mit deinem Core-Offer Break-Even zu sein, BE, Break-Even, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann hast du die Voraussetzung für ein erfolgreiches Business. Aber rate mal, das ist nicht dein Business. Dein Business besteht aus weiteren Bestandteilen, die ich jetzt daneben malen werde. Das hier ist nur der sogenannte Frontend-Funnel. Mit welcher Farbe mache ich das mal? Mit Pink. Das ist der Frontend-Funnel. Okay? Da geben die meisten schon auf und sagen, ja, nicht geschafft, schade, ich bin out of business. Muss nicht sein. Was empfehle ich dir, neben diesem Frontend-Funnel zu bauen? Neben diesem Frontend-Funnel empfehle ich dir zu bauen einen sogenannten, Achtung, nicht besonders verwunderlich, Backend-Funnel. Dein Backend-Funnel ist also das, was deine Käufer hinterher an Mails bekommen, womit du, und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, deinen Customer Lifetime Value, CLV, den wollen wir steigern, okay? Fein nach oben. Den Customer Lifetime Value willst du damit steigern, um damit mehr Geld zu verdienen. Ein Backend-Funnel sieht wie folgt aus, ja? Einer hat gekauft, okay, wunderbar. Und dann kommt er hier rein, zack, dann so, dann so, dann so und dann so, ja? Das heißt also hier hat er dann Frontend durchlaufen und dann verkaufst du eben hier Backend Produkt 1, Backend Produkt 2, Backend Produkt 3, Backend Produkt 4 und so weiter und so fort. So machen wir das in unseren Geschäften ja auch. Und so ein Backend Produkt, das nächste Backend Produkt hat dann vielleicht 1, 2, 3, 4 Mails, die du zu diesem Produkt verschickst, wo du es versuchst, an den Kunden zu bringen. Bei Produkt 2 im Backend genau das Gleiche, bei Produkt 3 im Backend genau das Gleiche, bei Produkt 4 im Backend genau das Gleiche. Das sind Mails. Bei uns im Nutrition-Bereich zum Beispiel ist der reine Backend-Funnel, der ist ja automatisiert. Geht über ungefähr 60 Tage.
Und er wird immer länger. Je mehr Produkte wir ins Portfolio hinzufügen, desto länger wird dieser Funnel. Und damit wird in der Regel Geld verdient. Die Leute fließen ja automatisch durch diesen Funnel durch. Was passiert, wenn jetzt zum Beispiel jemand, ich mache das mal so, hier bei Mail 2 für Produkt 1 im Funnel gekauft hat? Dann kriegt er ja diese Mail hier und die nächste Mail zu diesem Produkt nicht mehr. Tagging, bitteschön, ja. Die Software weiß jetzt, der hat das gekauft, also schicke ich ihm danach das hier zu. Aber nicht mehr die, okay? Du brauchst einen intelligenten, auf Tagging basierenden Funnel, der eben nicht das Gießkanne-Prinzip verfolgt, sondern die Leute an der Stelle abholt, wo sie gerade sind und dann die Mails zusendet, auf Basis dessen, was sie vorher getan oder nicht getan haben. Damit fängst du in der Regel an, Geld zu verdienen. Das machen die Guten. Weißt du, so die durchschnittlich machen das, die Guten machen das und das sind so 95% aller Leute kommen nur bis hierhin. Die letzten 5%, die richtig Geld verdienen, haben aber noch eine dritte Säule daneben. Und was ist das? Ich verrate es dir jetzt, habe ich noch nie verraten. Das ist das sogenannte Aktionsmarketing. Aktionsmarketing, ich habe jetzt schon andere Videos hier auf dem YouTube-Channel gemacht zum Thema Aktionsmarketing. Zieh sie dir rein, weil die passen wunderbar hierzu. Aktionsmarketing ist stilistisch einfach nur der Turbo für deinen Deckungsbeitrag, für deinen Profit am Ende, okay? Weil wir sagen, okay, pass mal auf, wir haben sogenannte Monatsaktionen. Eine Aktion, und das ist etwas, was du wissen musst, sollte den Leuten immer einen sogenannten Konsumvorteil bieten. Ein Konsumvorteil. Du musst eine Aktion mit einem Konsumvorteil versehen. Was kann das sein? Das kann eine Euro-Ersparnis sein, das kann eine Rabattersparnis sein, das kann aber auch sein ein Natural-Rabatt, den du den Leuten gibst, wo du sagst, okay, kauf das und du kriegst das noch gratis dazu. Ein Schlüssel zum Erfolg für Monatsaktionen ist die Limitierung. Das bedeutet, eine solche Aktion ist bitteschön immer nur über eine gewisse Zeitspanne gültig. Nicht bis für immer, Praktikermarkt, ja, 20% auf alles außer Tiernahrung. Wenn du das immer machst, bist du irgendwann out of business, so wie Praktiker. Sondern du limitierst das Ganze. Du musst dazu ganz einfach, und das ist die Idee, Anlässe schaffen. Anlässe schaffen, die du dann kommunizierst. Anlässe können was sein? Ganz egal. Jahresanfang, Frühlingsanfang, Muttertag, Valentinstag, Weihnachten, Tante Helga hat Namenstag. Egal was. Gib mal bei Google einen Tag des. Geh auf Google und gib einen Tag des. Dann findest du die Seite tagdes.net oder .de. Ich weiß nicht genau. Das ist eine Seite, die fast das gesamte Jahr in Anlässe unterteilt hat, wo du siehst, okay, heute ist Tag des chinesischen Kaninchens zum Beispiel oder heute ist Tag der Erdnuss. Zack, hast du eine Idee für einen Anlass, machst eine Aktion draus, baust an dieser Aktion irgendwelche Konsumvorteile für deine Kunden, die sie sonst so im normalen Portfolio nicht haben und dann schickst du das Ganze per Broadcast, schaut mal eben dazu, per Broadcast, E-Mail an alle raus, an alle deine Leser. Du hast dabei zwei Möglichkeiten. Du schickst es entweder tatsächlich an restlos alle. Das bedeutet, damit sind auch die gemeint, die gerade hier im Funnel drin sind. Das kann sein, dass sie dann mal doppelt Mails kriegen. Heute eine Mail hier zum Backend Produkt 3 und deine Aktionsmail. Oder aber du sagst, alle minus Funnel. Ja, also du schickst es an alle, aber lässt die raus, die gerade noch hier durch den Funnel laufen. Wenn du weißt, okay, die letzte Mail wird an Tag 60 nach Kauf oder nach Opt-in oder wann auch immer versendet, dann sagst du halt, ich möchte, dass die Mail hier an alle geht, die aber die letzte Mail noch nicht geöffnet haben. Weißt du, weil dann schließt du die ja aus, wenn ich mir jetzt gerade richtig ausgedrückt habe. Und das ist am Ende hier der wirkliche Turbo für deinen Profit. Das hier ist für mich in der Regel rein Self-Liquidating, SLO, Self-Liquidating Offer. Damit kaufen wir uns kostenneutral Kunden. Hiermit verdienen wir Geld und dann ist der Turbo. Einfach, oder? Irgendwelche Fragen? Ich wüsste nicht. Wenn du Fragen hast, dann stell mir sie bitte gerne hier unter dem Video, dann werde ich sie beantworten. Ansonsten empfehle ich dir, baue dein Backend Funnel. Dafür brauchst du natürlich mehrere Produkte, aber du hast ja ein Business, baust ein Business auf und keine Promotion an aus, sondern du baust eine Custom Lifetime Value steigern, ein Glas Wasser nach dem anderen an durstige Menschen servieren. Und dann hast du deine Monatsaktionen geknüpft an Anlässe, versehen mit Konsumvorteilen, schön zeitlich limitiert und die Leute werden anfangen zu kaufen.
und du zündest deinen Turbo. Bei American Food for You mache ich nichts anderes, jeden Monat irgendeine Aktion. Bei unserem My Daily Yes Nutrition so machen wir nichts anderes, jeden Monat Aktionen. In allen unseren Unternehmen machen wir das so und so verdienen wir Geld. Und das ist der Schlüssel. Also, wenn dir das gefallen hat, gib dem Video einen Daumen nach oben, hinterlass mir gerne einen Kommentar, abonniere den Kanal und in dem Sinne wünsche ich dir damit viel Erfolg. Generell viel Erfolg. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Also bis dann. Ciao, dein Pascal.